Ja, ich bin Achim Dreizler. Ich bin Immobilienmakler in Münster und im Münsterland. Bin Inhaber von Dreizler Immobilien. Ja, wie ich Heinz kennengelernt habe, ich habe ihn auf einer Veranstaltung tatsächlich kennengelernt, wo er als Redner dort war. Und da hat er bei mir einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen, weil er sehr viel aus der Praxis und auch aus der Maklertätigkeit heraus erzählt hat. Und für mich waren das ja, wirklich tiefgreifende, praxisorientierte Erfahrungen, die er da mitgeteilt hat. Mein Engpass war tatsächlich, zu wenig Kunden zu gewinnen. Also trotz Marketing, Online-Marketing war damals das Schlagwort und darauf habe ich mich konzentriert, was leider nicht erfolgreich war, sodass ich eben den Engpass hatte, zu wenig Kunden zu gewinnen und damit auch zu wenig Umsatz zu generieren. Ja, ob ich skeptisch war, ja, allerdings, weil ich habe in den letzten Jahren oder fast schon 15 Jahren intensiv mich weitergebildet, mich immer mit Coachings und Weiterbildung beschäftigt. Und ich habe gerade im Online-Bereich auch Coachings erlebt oder auch Anbieter erlebt, die tatsächlich rein profitorientiert war und der Inhalt so gut wie gleich null war. Ne? Also es gibt leider am Markt im Coaching-Bereich sehr viele schwarze Schafe, meiner Meinung nach, die sich gar nicht auf die lösungsorientierte Varianten beziehen, um wirklich eine Dienstleistung, eine echte Dienstleistung anzubieten, sondern die einfach nur Kohle absahen wollen. Und da muss man wirklich schon sehr vorsichtig sein. Bei Heinz war das etwas anders, da ich ihn tatsächlich schon, wie gesagt, aus der Veranstaltung kannte und ich wusste, dass er wirklich fundiertes Wissen vermittelt. Ja, warum ich mich für das Coaching entschieden habe, ist ganz einfach, weil ich möchte für mich immer die beste Dienstleistung anbieten. Also ich habe wirklich den Anspruch, für meine Kunden wirklich das Beste zu leisten, die besten Dienstleistungen anzubieten und da wirklich mich von anderen abzuheben. Heinz hat mich davon überzeugt, dass der Inhalt und auch eben, weil ich ihn schon kannte, war ich total überzeugt davon, dass der Inhalt und auch die praxisorientierte Ausrichtung von seinem Coaching mich wirklich dorthin bringt, wo ich hin will. Nämlich wirklich praxisorientiert meinen Kunden eine echte Mehrleistung zu bieten, also wirklich einen echten Mehrwert zu bieten und damit auch für mich als Immobilienmakler ein ganz anderes Statement zu setzen. Wie lange es zu den ersten Erfolgen gedauert hat, also das ist eigentlich gar nicht lange. Innerhalb von 1, 1,5 Monaten war es schon so, dass ich durch die Maßnahmen, die ich im Coaching gelernt habe, also explizit kann ich da vielleicht auch nochmal die Ausarbeitung von Unterlagen und Prozessen voranstellen, die habe ich direkt umgesetzt beim nächsten Kundenprojekt. Und da habe ich schon so einen Wow-Faktor oder so einen Wow-Effekt bei den Kunden ausgelöst. Die waren wirklich platt, als ich da einfach mal meine kurzen Leistungen, die Exposés, wie die aufgelistet sind, wie die Fotos gemacht werden und so weiter. Also einfach die Grundaufarbeitung der Immobilie, die hat die schon richtig abgeholt und waren total begeistert davon. Mein größter Erfolg bislang war tatsächlich, seitdem ich jetzt am Coaching teilnehme, dass ich in einem Monat 7 BO-Kundungen tatsächlich abgeschlossen hatte. Das heißt, das war ein Umsatz von einem hohen fünfstelligen Betrag, was ich mir zu dem Zeitpunkt bis dahin nicht mal gedacht hatte, dass das möglich ist als Einzelmakler. Mein persönliches Highlight im Coaching ist tatsächlich die Entwicklung, die ich für mich persönlich durchgemacht habe. Wie ich schon erwähnt hatte, ist einfach dieses Personal Branding, das ist für mich tatsächlich das Highlight gewesen oder ist es nach wie vor aus einem Makler, der zwar fundiert seine Sache gut gemacht hat, also muss ich schon sagen, dass ich glaube ich vom Level her schon relativ gut aufgestellt war, nur daraus noch die persönliche Marke zu kreieren mit einem wirklich outstanding Dienstleistungspaket. Das ist das, was ich über das Coaching tatsächlich als mein persönliches Highlight anführen möchte, weil das mich einfach nicht nur
beruflich, sondern wirklich auch persönlich ganz weit nach vorne gebracht hat. Ja, wie sich mein Unternehmen verändert hat, kann man eigentlich auf den Punkt setzen. Ich war oder bin Einzelunternehmer. Durch das Coaching bin ich jetzt so weit, dass ich wirklich ein richtiges Unternehmen aufbaue mit Mitarbeitern, mit mehreren Standorten. Also ganz klare Struktur, ganz klare Planung. Strategien werden jetzt entwickelt, wie eben Dreizler Immobilien aufgestellt ist, wie Dreizler Immobilien weiterentwickelt wird und wo die Reise mit Dreizler Immobilien hingeht. Wie ich mich persönlich als Unternehmer entwickelt habe, ist ganz einfach, dass ich will das mal so beschreiben, ich habe die Sicht immer auf dem Boden gehabt, immer im Tun. Ich war immer im Tun, was ist als nächstes notwendig, was ist als nächstes notwendig. Und mittlerweile habe ich so eine Adlerperspektive einnehmen können, um wirklich den Gesamtüberblick über die einzelnen Aufgaben, über die Weiterentwicklung des Unternehmens und wie das alles strategisch dann nachher umgesetzt wird. Da habe ich mich ganz persönlich wirklich als Unternehmer weiterentwickeln können, um wirklich Unternehmer zu werden und nicht Arbeiter. Ja, auf mein Privatleben hatte das folgende Einflüsse. Also ich bin Nummer eins entspannter geworden, weil der finanzielle Druck auch von mir abgefallen ist. Mit dem Coaching kamen Neukunden, mit Neukunden kam mehr Umsatz und das hat für mich und für mein Privatleben, vor allem auch für meine Familie, natürlich eine unglaubliche Entlastung gebracht. Davor war das, ne, kennen vielleicht viele Immobilienmakler diese Wellenform, man konzentriert sich auf ein Objekt, Objekt ist verkauft und man fällt wieder in ein Loch. Also das ist immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab. Und dieses Auf und Ab hat sich so langsam immer mehr geglättet, sodass ich einen stabilen Umsatz generieren kann. Wie ich Heinz beschreiben würde, gar nicht so einfach, weil er sehr vielfältig ist, also sehr facettenreich. Er verbindet fundiertes, echtes Wissen, das er selbst aus jahrzehntelanger Immobilienmaklertätigkeit an Erfahrung gewonnen hat, verbindet er mit einem sehr, wie soll ich das sagen, ja, einem sehr menschlichen, aber sehr direkten, fordernden Wesen, weil er einen auch nicht einfach die Coachingsmodule durcharbeiten lässt, sondern er fordert wirklich die Leistung ab, dass man das auch verstanden hat. Er fordert einen wirklich und setzt einen auch im positiven Sinne unter Druck, dass man das verinnerlicht, was man im Coaching lernt. Und nur so bringt es mir wirklich etwas, so bringt es mich voran. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt ein Coaching oder wie einen Film konsumiere und nachher die Umsetzung fehlt. Ja? Heinz bringt einen wirklich dahin, dass man in die Umsetzung geht. Und das hebt ihn meiner Meinung nach von anderen Coachings in dem Marktsegment deutlich ab. Wie es ist, ein Kunde von Bosbach Consulting zu sein. Ja, ich kann nur sagen, ich bin total begeistert. Ich unterstütze das Team und die Idee, die dahinter steckt, total, weil es auch darauf abzielt, wirklich die Welt der Immobilien und der Immobilienmakler auch ein Stück weit zu revolutionieren. Heinz hat für sich wirklich echte menschliche Werte auch integriert. Und die möchte er weitergeben. Er möchte weg von irgendwelchen schnell Geld machen Strategien. Er möchte weg von irgendwelchen Kunden schnell verkäufen, die aber ohne Inhalt sind. Heinz und Heinz Bosbach Consulting steht wirklich für echten Inhalt, für echten Mehrwert. Und das ist ein Wert, der für mich total ansprechend ist, weil ich auch gerade diesen Mehrwert oder Wertschätzung für mich in meinem Unternehmen etabliert habe. Und deswegen matcht es auch so ungemein, weil ich weiß, dass das eigentlich, also auf Deutsch gesagt, Heinz ist kein Schwätzer, Heinz ist ein Macher. Und das ist das, was mich total abholt und was für mich auch diese Begeisterung auslöst. Dass man einfach von der Theorie nicht nur redet, sondern von Erfahrungen echt in die Umsetzung kommt. Also machen, machen, machen. Tun ist das Schlagwort bei Bosbach Consulting. Was meine Empfehlung für andere Immobilienmakler ist, ja, also
derjenige, der Heinz kennenlernt, der muss eigentlich hier dran teilnehmen, weil die Inhalte und die praktische Ausrichtung ist so fördernd und bringt einen unglaublich voran. Meiner Meinung nach führt da kein Weg dran vorbei. Es bringt einen einfach nur nach vorne und das ist genial.